Okay, doch nicht deaktivieren. Scheiße. Energiekritisch. So dürfte er mich eigentlich nicht sehen. Maximale Panzerung. Weiter. Tarnfeld aktiviert. Musste kurz auf die Folgenlänge gucken. Aber sind wir ganz gut dabei. Der Mond. Scheiße. Ah, jetzt kann ich nachladen. Maximale Panzerung. Regenerieren natürlich. Nachladen brauche ich ja gar nicht. Ist ja noch voll. Tarnfeld aktiviert. Ich bin immer durch hier. Voll spannend. Maximale Panzerung. So, gleich kletter ich da mal hoch. Tarnfeld aktiviert. Getarnt. Gucken, was bei rauskommt. Hallo. Maximale Stärke. Ein Scharfschütze. Tarnfeld aktiviert. Die anderen haben es nicht gerafft. Gut. Dann mal still hier. Ja, da ist noch so eine Sau. Kommen die eigentlich auch hoch? Ich weiß gar nicht, ob die Leute klettern können. Er muss hier irgendwo sein. Wie du gut erkannt hast, bin ich hier irgendwo. Stirb, du Hund! Lass er. Ich kann, glaube ich, auch keine Granate gegen die Decke schmeißen, dass die außen runterfällt. Das wäre natürlich ganz cool. Aber ich probiere es einfach. Runter, schnell! Okay. Oh, ich hab's überlebt. Hilfe. Jetzt bin ich hier drin gefangen. Sehr gut. Maximale Stärke. Ja, und jetzt kann ich irgendwie nicht schlagen, oder was? Hallo. Ah, toll. Ja. Dann machen wir mal einen Quick Load. Und klemmen uns die Aktion. Alter, entspann dich doch mal da hinten. Maximale Panzerung. Ob die meine Füße da durchsehen? Oh, hinlegen. Tarnfeld aktiviert. Kämpfe wie ein Mann. Kämpfst du doch wie eine? Ja. Geiles Gewehr. Gefällt mir. So, jetzt gehen wir mal ganz elegant runter. Und hopp. In den Rücken schießen. Mit wie ein Traum. Tarnfeld aktiviert. Rücken vor. Fast jeder Schuss ein Treffer. Was ist denn das hier? Sehe ich hier gerade meinen eigenen Körper oder was? Okay.
maximale Stärke. Hier, kannst du wieder haben. Brauch den nicht mehr. Gut, kletter ich nochmal auf die anderen beiden Türmchen. Brauch nochmal Sniper-Munition. Sollte ich ja langsam alle haben. Und hopp. Da, unten liegt's. Ah. Verblüffend. Meins. Hopp. Maximale Panzerung. Da sitzt auch keiner drin. Den habe ich vorhin auch schon geschossen. Liegt hier jetzt irgendwo ein Gewehr? Nö. Na gut, dann hoch da. Da. Ha, wunderbar. So, und was wir dann da drüben gleich erwarten, bei dem grünen lustigen Punkt, der da irgendwo wartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Also, danke fürs Zuschauen und bis morgen. Und willkommen zurück bei Crysis. Während wir hier nicht mehr vom Turm runterkommen. Schweinerei, finde ich eigentlich. Wir wollten als nächstes in die komische Ausgrabungsstätte. Lass mich doch mal hier durch, du. Okay, na geht er. Maximale Panzerung. Scheiß Turm. Fall um. Hm, dann nicht. Hm, da hau ich mal lieber nicht drauf. Da auch nicht. Maximale Stärke. Maximale Panzerung. Jo. Ich würde sagen, dann gehen wir mal diese lustige kleine Kuppel rein. Das klingt doch nach einem Plan. Bäh. Hier, für euch. Mann, auf Anhieb eine Granate richtig geworfen. Passiert mir auch selten. Schrotflinte, nein. Schrotflinte, nein. Ey, da wollte ich hin. Das sieht mir hier nämlich so aus wie ein Munilager. Oder ist das hier der Eingang? Ja, das sieht aus wie ein Eingang. Schrotflinte, Muni für das komische Gewehr. Dann nehmen wir auch noch. So. Pistole. Kuckuck. Leckt mich am Arsch mit eurem blöden Zeug hier. Hier haben wir noch einen Eingang. Hi. Ich geh mal da lang. General Kyung, hören Sie doch. Ich empfange einige sehr seltsame Signale. Wir müssen wissen, womit wir es hier zu tun haben, bevor Sie... Ich bin die ständigen Verzögerungen leid. Bei den anderen Fossilien waren sie nie so vorsichtig. Ich weiß, was im Hindukusch passiert ist, Doktor. Das war was anderes. Die anderen Proben, die afghanischen Artefakte, die sibirischen, das waren alles Fragmente. Das ist das erste intakte Exemplar, das wir je gefunden haben. Wir müssen vorsichtig vorgehen. Dafür ist keine Zeit, Doktor. Die Amerikaner sind bereits auf der Insel. Ihre diplomatischen Verwicklungen interessieren mich nicht, General. Sollten Sie aber. Das Pentagon wird dieses Projekt militärisch nutzen. Glauben Sie wirklich, dass die CIA sie ungestört weiterforschen lässt? Ich verstehe. Ich brauche nicht mehr lange. Mein Scan ist so gut wie fertig. Uns geht es nur um diesen Tempel. Ihr Fossil interessiert mich doch gar nicht, Doktor. Das ist kein Fossil. Es ist eine versteinerte, karbonbasierte Maschine. Eine Maschine, die 2 Millionen Jahre älter ist als die Menschheit. Das spielt im Moment keine Rolle. Dieser Tempel ist der Ursprung. Tempel? Meine Güte, wir haben keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Wenn Sie es öffnen, weiß niemand, was passieren wird. Warten Sie. Ich bekomme jetzt die ersten Bilder. Aber das...
Das kann nicht sein. Da bewegt sich etwas. Aber das ist unmöglich. Oh nein, Chong! Sie müssen sofort damit aufhören. Es ist zu gefährlich. Sie haben keine Ahnung, was da drin ist. Dad, was ist los? Helena, du musst ihn aufhalten. Verschwinde von hier, sofort. Sie leben noch. Wer lebt noch? Wovon redest du denn? Das Fossil. Es lebt noch. Es ist... Oh nein! Dad, wir haben eine Mikrowellenentladung bei euch geortet. Was hast du getan? Verschwinde da! Schnell! Was ist... Wer sind Sie? US Special Forces. Wir müssen hier raus. Ein Glück. Kyung hat mein Team, meine Tochter, oben in der Mine in den Bergen. Sie müssen zu ihnen. Wir haben einen schrecklichen Fehler gemacht. Was habe ich getan? Was ist denn jetzt passiert? Oh. Nomad, wir haben einen massiven Energieanstieg im Zentrum der Insel gemessen. Was zum Teufel ist da draußen los? Rosendahl ist tot. Seine Entdeckung hat den Laden hier gerade in einen riesigen Eiswürfel verwandelt. Sie haben in den Bergen eine noch größere Reliquie gefunden. Ich muss da raus. Ah, ich kann ihn nicht hauen. Der Formel ist unterwegs. Wir haben eine sichere Landezone einige Klicks flussabwärts. Schnappen Sie sich ein Boot und fahren Sie los. Schweres Gerät nähert sich Ihrer Position. Beeilen Sie sich, da draußen wird's gleich ziemlich ruppig. Jetzt ist er weg. Kaputt. Ja, es muss in Gefrier getrocknet jetzt hier alles. Und ich muss hier wieder raus. Wer ist das denn? Licht. Oh, Granatwerferaufsatz, das ist ja neu. Das kenne ich gar nicht. Und wie wechsle ich auf den Granatwerfer? Ah, mit X. Sehr gut. Kannte ich gar nicht mehr. Also, vielleicht hatte ich das schon mal, aber ich konnte mich nicht daran erinnern. Was ist denn der taktische Aufsatz? Ist das das... Hä? Was ist denn dieser scheiß taktische Aufsatz? Ich bleib mal beim Granatwerfer. So. Und Laservisier. Ich geh mal da lang. Okay, ich geh nicht da lang. Oder mache ich doch den taktischen Aufsatz? Ich weiß immer noch nicht, was das ist. Egal. Taschenlampe. Kann ich die auch irgendwie ausmachen? L? Y? X? Okay. Ja, dann mal ohne Taschenlampe. Gut. Oh, ist dunkel. Maximale Stärke. Huch. Was habe ich denn jetzt schon wieder verstellt? Scharfschützenvisier. Ne, ich bleibe beim Reflex. So. Da drüben muss ich lang. Maximale Panzerung. Ja, ich will darüber. So. Maximale Stärke, maximale Panzerung. Achso, und speichern könnte ich mal, genau. So. Ja, der Mond ist immer noch da oben. Da sind Bösewichte. Die Frage ist nur, wie viele? Zwei zumindest. Tarnfeld aktiviert.